deutschesbusiness.tv. Jetzt auch für unterwegs. Die App für das iPhone macht es möglich. Wir berichten aktuell und informativ über Neuigkeiten im Mittelstand, ob Unternehmervideos oder 3 Minuten Wirtschaft kompakt. Wir liefern Ihnen die TV-Nachrichten für unterwegs. Deutsches Business TV liefert Unternehmer- und Wirtschaftsnachrichten sowie viele interessante Twitter- und Videobeiträge täglich aktuell, immer und überall. Laden Sie sich jetzt die kostenlose Deutsches Business TV App auf Ihr Smartphone. deutschesbusiness.tv, jetzt auch als App. China, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, so kann es jedenfalls für die Automobilindustrie lauten, denn dort lassen sich zurzeit Autos leicht verkaufen. Die Nachfrage ist riesig, die Wachstumsraten im Reich der Mitte sind bei vielen Herstellern zweistellig. Auf der AutoChina 2012 in Peking präsentiert Audi 2 Themenfahrzeuge auf Basis des Q3. Beide interpretieren den Charakter des Kompakt-SUV, der noch dieses Jahr auf dem chinesischen Markt startet. Ganz in Blau präsentiert sich der RS Q3-Konzept. Dieser Audi ist ein echter China-Kracher. Er kommt mit brachialer Optik und einem 5-Zylinder-Turbo. Stolze 360 Pferdestärken machen den SUV zu einem Kraftpaket. 2012 ist in China das Jahr des Drachen. Anlass genug für Audi, dies entsprechend zu würdigen. Jinglong Yufeng bedeutet übersetzt goldener Drache im Wind und so heißt die gelbe Studie. Sängerin Jessie J sorgt für das passende Ambiente bei der AutoChina 2012. Großer Auftritt für den deutschen Premium-Hersteller Mercedes-Benz im Reich der Mitte. Der CLA ist ein Ableger der neuen A-Klasse. Die Studie soll 2014 zu Preisen ab knapp 30.000 Euro auf den Markt kommen. Das viertürige Modell will non-kompromistisch, provokant und maskulin sein. Das sind ganz neue Töne bei Mercedes-Benz. Nicht weniger spektakulär der Auftritt eines Klassikers. Die neue, alte G-Klasse fährt vor. Die Ikone der deutschen Edel-Offroader rollt nun mit überarbeiteten Motoren an den Start. Die Krönung wird der G65 AMG sein. Stolze 612 PS und 1000 Newtonmeter Drehmoment machen ihn zum stärksten Geländeserienwagen der Welt. Richtig Tamtam auf dem Konzernabend der Volkswagen-Gruppe im Umfeld der AutoChina in Peking. Eine Mischung aus Akrobatik, Musik und Tanz empfängt die geladenen Journalisten aus aller Welt. Mit dabei natürlich der deutsche Sportwagenhersteller Porsche. Porsche zeigt hier eine Weltpremiere. Das Luxus-SUV Cayenne kommt nun in einer besonders sportlichen Version als Cayenne GTS. Kein Wunder, dass sich Porsche gerade die Automesse hier in China als Debüt für seine neuen ausgesucht hat. Bei Porsche ist es ja nun so, dass wir ein Drittel unserer Fahrzeuge nach China verkaufen und von daher ist der Stellenwert für diesen Markt und für diese Messe natürlich enorm hoch für uns. Der Cayenne GTS kommt mit seinem 4,8 Liter Saugmotor auf 420 PS beschleunigt auf 100 km/h in gerade mal 5,7 Sekunden. Der Verbrauch für diesen sportlichen Wagen liegt nach EU-Norm bei moderaten 10,5 Litern.